Wir rösten hier selber den Kaffee mit einem Trommelröstverfahren. Und zwar ist das der große Unterschied zum industriellen Verfahren. Durch dieses langsame, schonende Röstverfahren werden die unbekömmlichen Säuren rausgebrannt und es verbleibt einfach nur noch das köstliche Aroma von einem sehr, sehr guten Kaffee. Es war ursprünglich ein Urlaub und als wir in der Plantage diesen köstlichen Kaffee kennengelernt haben und festgestellt haben, was der wirklich alles kann, da haben wir gesagt, genau dafür wollen wir uns stark machen, auch für die Wertigkeit dieses sehr guten Produktes. Es ist nicht nur der gute Genuss, den wir in der Tasse haben. Also es ist ganz, ganz weit weg vom Lifestyle-Produkt, vom Kaffee to go, sondern es ist auch eine Zeit der Muße, wo man einfach sagt, ich nehme mir jetzt die Ruhe, dieses hochwertige Produkt zu genießen und die Wertigkeit wieder zu entdecken. Es bedeutet aber auch, dass wir nicht auf Kosten anderer leben wollen. Wir sind regional eine der wenigen, die wirklich Bio- und Fairtrade zertifiziert sind. Allerdings ist Fairtrade für uns wirklich nur ein Mindeststandard. Es gibt darüber hinaus sehr viel bessere und umfangreichere Bedingungen und da legen wir ganz, ganz viel Wert beim Einkauf natürlich darauf, weil wir uns auch schon mitverantwortlich dafür fühlen, was in den Anbauländern dann passiert, wenn wir dort den Kaffee kaufen.